Gehabt euch wohl, meine lieben Freunde. Jetzt wieder der Marito zurück in Falkenstein. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So. Ja, in dieser Folge und in den nächsten Folgen wollen wir uns um die große Bibliothek von Falkenstein kümmern. Und wir haben uns ja schon einen Platz mehr oder weniger für diese schöne Bibliothek gesucht. Wir wollten sie hier so drüber drohnen. Haben, oder? Oder? Ja, wollten wir. Gut. So, nehmen wir jetzt hier mal die oberste Schicht weg. Ich muss mir das noch ein bisschen überlegen, wie genau ich das hier anordnen werde. Vom Grundriss her und so bin ich mir eigentlich schon ziemlich klar, wie ich es machen möchte. Ja, genau. Dark Oak Holz werden wir noch brauchen. Mhm. Dark Oak, was noch? Glatter Stein. Glatter Stein, das war ein Lama. Königreich für ein Lama. Wir brauchen glatten Stein. Steinziegel für die Wände, ja. Ist gar nicht so einfach, Leute. Was habe ich denn hier gebaut? Oh, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So, Freunde, wie geht's euch? Seid ihr gut in die neue Woche gestartet? Ja. Das freut mich wirklich sehr. Wäre es nicht leichter gewesen, hier vielleicht ein bisschen aufzuschütten, als abzubauen? Tatamtam. Jetzt die Frage, ne? So. Müsst verzeihen, ich bin heute etwas ruhiger, Leute. Es ist Es ist Sonntagabend. Ich bin saumüde eigentlich vom Wochenende. Und hatte heute nicht so den feinen Tag. Zumindest nicht den feinen Abend. Und warten wir, dass Tine schlafen geht. Ich schreibe mal schlafen in den Chat. Und hoffe, dass sie schlafen geht. Womöglich ist Tine auch irgendwo unter Tage. Oh, jetzt ist sie schlafen gegangen, die Tine. So, was sagt, sagen die Monster hier? Ich kann am ersten Blick keines... Ja, da kommen sie. Keines sehen. Unten im Falkenstein. Auf jeden Fall, Leute, heute bin ich nicht so gut aufgelegt, aber ich muss trotzdem jetzt noch schnell zumindest ein, zwei Folgen aufnehmen, um die nächsten Tage zu überbrücken, weil ich habe jetzt wieder eine sehr stressige Woche vor mir und die Woche leider keinen Aufnahmetag. Und dass ich mal eine Folge ausfallen lasse, ihr wisst, mein Ego sagt dann Nein dazu. Mhm. Das sagt er so richtig, richtig Nein. Auf gar keinen Fall. So. Und Leute, was habt ihr gemacht am Wochenende? Schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem schreibt... das sollte man vielleicht trockenlegen. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, wir haben immer noch keine Drowns, also ertrunkenen Zombie hier in dieser Welt eigentlich. Oh doch, ganz am Anfang wurde ich mal von einem getötet, aber sonst... Sonst eigentlich nicht, ne? Oder könnt ihr euch an ertrunkene Zombies erinnern irgendwo? Seltsam. So.
Übrigens, die Abonnentenzahl hier werde ich nicht immer wieder umändern. Also den nächsten großen Schritt, also wenn hier die 1000 steht, werden wir definitiv wieder hier anzeichnen. Bis dahin lassen wir mal die 500 so stehen im Raum, ne? Oder am Berg. So. Heute auch wieder voll die spannende Folge. Marito war jetzt tagelang in der Höhle und jetzt spaut er Gras ab. Was ist das mit dem Marito? Wir brauchen hier viel, viel Fläche. Unsere Bibliothek. Planieren für die Bibliothek. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es hört, die Katze gräbt im Katzenklo. So. Übrigens freue ich mich voll, Leute, dass bei euch WoW so gut ankommt, WoW Classic. Habe ich irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet, dass euch das interessiert. Und bin total begeistert eigentlich davon, dass es anders ist. So. Zu. Haben wir eine schöne ebenerdige Fläche dann, ne? Irgendwann mal. Irgendwann mal, Marito. Jetzt kannst du davon noch träumen. So. Okay. Ich sollte mir mal ja so Themen überlegen, ja, über die ich dann bei solchen Abbauarbeiten sprechen kann. Nur fallen mir da partout einfach nie Themen ein. Ganz im Gegenteil. Da fällt mir einfach nie was ein. So, hier ist dann glaube ich noch. Nee. Also wir sind noch so weit da vorne. Ja, ist auf jeden Fall bis jetzt noch zu wenig Platz. Wir müssen uns dann auch gleich überlegen, wie wir hier die Anhöhe befestigen. Zum einen und zum anderen, wie wir hier den Aufgang machen. Wichtige Fragen, Freunde. Wichtige Fragen. So. Müssen wir auch noch ein bisschen runter. Jetzt die drei Reihen möchte ich noch wegmachen. Und so eine Tierschaufel ist schon echt die Geld wert. Ne? Der Wahnsinn, was die da alles wegkriegt. So. Boah, Leute, graben. So. Hier noch das weg und dann können wir eigentlich schon mal anfangen, den Grundriss uns anzuzeichnen. Dann können wir auch besser abschätzen, wie viel Platz wir hier noch freiräumen müssen. Und der Grundriss, ihr wisst, der wird groß. Es wird nämlich die große Bibliothek von Falkenstein. Nicht die kleine, die mittlere oder die
Bibliothek ums Eck? Nein, es wird die große Hauptbibliothek werden. Hier werden sich die Gelehrten bilden und wir können dann eigentlich eine so Akademie. Marita hat schon wieder eine Bauidee. Eine Akademie, wo man quasi so eine Art Universität, ne, einfach ausgebildet wird dann. Könnten wir eigentlich auch noch bauen. Eigentlich haben wir noch gar nicht so viel gebaut, ne? Wir sollten vielleicht mal auch irgendwo ein paar Wohnhäuser so zwischendurch reinbauen. Glaube ich auch nicht verkehrt. So. Und hier unten kommt halt dann, wie gesagt, das Handelsviertel her, ne? Hier oben sorgen wir für Weisheit, da unten für Handel. So. Drei, vier, fünf. So, drei, vier. Ups, falsch. Wir machen uns jetzt hier wieder überall solche Quadrate, ne? So. Boah, fuck, man. Schaut euch mal den Schatten an, das schaut auch cool aus. Eigentlich müssten wir hier näher ran. Ja. Gott, wir müssen noch ewig weit nach hinten. Da brauchen wir noch viel, viel mehr Platz. Das muss hier alles noch weg. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Das muss hier alles noch weg. Think big, Marito. Think big. Große Bibliothek. Viele, viele, viele Regale. Diesmal zwar, glaube ich, ohne Brunnen im Erdgeschoss, aber so im Allgemeinen hier, think big. Und Bunnyhops. So. Oh, schön ist es hier, wie die Sonne untergeht. Im wunderschönen, kleinen, idyllischen Falkenstein. Und wo man nur nachts schlafen kann oder während eines Gewitters. Gute Nacht. Und guten Morgen. So, das kommt jetzt, wie gesagt, nochmal weg. Das kommt nochmal weg. Da müssen wir weiter reingehen Richtung Berg. Das heißt, auch unser Bett mal hier kurz wegmachen. So, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, ups, ja, so 3, 1, so 3. Geht's hier so rum, ne? Oder hier so? Die Ecke machen wir hier weg. Die Ecke machen wir anders. So. Vier. Eins, so, drei, vier. Eins, so, drei, vier. Okay.
hätte da eigentlich schon weit darüber gehen können, ne? Mhm. Eigentlich ja. Eigentlich hätte ich da viel weiter rüber gehen können. So. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Oh. Und ich hab keinen Bruchstein mehr bei mir. Nicht für dich und für irgendwen. Denn ich hab keinen Bruchstein bei mir. Dann holen wir uns hier kurz Bruchstein ein bisschen raus, weil das müssen wir sowieso noch abtragen dann. Ist ein Stack oder so, sollten wir zumindest in dieser Folge dann weiterkommen. Okay. So, 3, 4. So, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Okay. Irgendwas ist komisch. Diesen Layout. Ich denke fast. Eigentlich müsste ich hier noch eins weiter raus, ne? So hier, damit es ein bisschen größer wird. So, 3, 4. So. Dann hier 2, 2. Ja, das würde es aber auch Sinn ergeben. 4. Mhm. Ups. Brauchen Bruchstein wieder. Wichtig ist so ein Tempel, der gelehrt. Der Gelehrten halt, also eine Bibliothek, ne? Ist ja nicht so, dass im Mittelalter eine Bibliothek jetzt nur was für Vergnügen oder so war, ganz im Gegenteil. Bibliotheken standen im Mittelalter ausschließlich Gelehrten zur Verfügung, ja? Also die was schon waren und eben die Akademien, die hatten teilweise ihre eigenen Bibliotheken und wurden auch anhand der Größe ihrer Bibliotheken auch gemessen, ja? Wie gut die Ausbildung dort jetzt sein kann oder eben auch nicht, ne? Hat jetzt eine Akademie eine relativ kleine Bibliothek dabei gehabt, einen kleinen Bestand aus Büchern, dann war die jetzt nicht so der Burner. So. Sondern musste man schon ordentlich was bieten können, ne? Wisst ihr ja. Come on. Okay, den Grundriss würde ich jetzt halt gerne auch schnell zumindest ja, ganz fertig, wenn wir es jetzt nicht mehr schaffen in dieser Folge. Ein bisschen was können wir da drüben noch dran pflastern. Von dem Pflasterstein hier.
Okay. Nummer 1, 2. Hier müsste dann wieder zugemacht werden, ne? Nach unserem Gebilde hier. So. Und von hier dann wieder 4 nach oben. Mir kommt das fast zu klein vor. So, 3, 4. So. So, 3, 4. Okay. Wäre das so der Grundriss? Würde einen Schuh geben, ne? Also Leute, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, Baba, euer Marito.